Strunk abreißen, einige Male auf die Arbeitsfläche schlagen und rollen. So kannst du eine Ananas ohne Schälen verzehren. Denn nun lassen sich die einzelnen Stückchen entweder direkt mit den Fingern herausziehen oder du schneidest die oberen Stücke mit einem Messer raus. Danach kannst du die weiteren Stücke problemlos mit den Fingern herausbrechen und die Ananas genießen. Alternativ gibt es zwei Varianten, wie du eine Ananas schälen kannst. Schneide für Variante 1 zuerst Strunk und Boden ab. Danach die Seite Stück für Stück dünn wegschneiden. Nun kleine Kerben aus der Ananas schneiden und damit die sogenannten Augen entfernen. Das sieht im Ergebnis nicht nur toll aus, sondern ist auch die sparsamste Schälmethode, will heißen weniger Abfall, mehr Ananas zum Genießen. Schneller geht's mit Variante 2, die Ananas mitsamt dem Strunk halbieren und vierteln. Den mittleren harten Teil wegschneiden, Fruchtfleisch von der Schale lösen, in Stücke schneiden und direkt in der Schale servieren.